Moin Leute, was geht ab? Euer Holy Ghost wieder am Start. Heute, wie ihr seht, ich bin ja in meiner Heimat im Moment und ja, Stream geht leider sehr schlecht wegen dem Internet hier. Ich versuche es mal mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich hoffe, es wird gut. Ja, wir holen unsere Rewards ab. Ja, was soll ich dazu sagen? Lief scheiße. Ich muss sagen, ich habe die Hälfte in Köln gespielt, also 15 Spiele in Köln, die anderen 15 hier in Luxemburg. Und ja, 12 Disconnects ist schon sehr hart, muss ich sagen. Wir haben es trotzdem geschafft auf Silber Elite 1. Ne, Silber 1. Ja, nicht Elite, was laber ich da für einen Scheiß. Elite wäre ganz geil gewesen, da hätten wir es vielleicht auch mal hingeschafft, aber ja, mit den 12 Disconnects. Naja, ein Megapack haben wir, 20.000 Münzen, 2000 Champions League Qualifikationspunkte, Premium Goldspieler Pack, Jumbo Premium Gold Pack, Entschuldigung, und eine Spielerwahl. Ja, Spielerwahl, ich erhoffe mir eigentlich nicht viel, weil wir haben in den letzten, gut, ich war eigentlich immer zufrieden mit den Rewards, aber so einen High-Rated-Spieler hatten wir bis jetzt noch nicht. Doch, wir haben einmal Turan bekommen, aber gut, Turan spiele ich selber auch in meinem Team, aber ich würde lieber mal so einen schönen High-Rated haben. Und mit diesen 12 Disconnects könnte EA mir eigentlich mal was gönnen. So ein Messi wäre geil. Ein Griezmann wäre auch noch ganz geil. Den Rest habe ich gerade nicht im Kopf, aber das sind die beiden, die ich gerne hätte. Und ich habe nur eine Wahl. Das heißt, bitte, bitte. Also, ich würde lieber einen Messi jetzt hier in dieser Spielerwahl bekommen, als irgendwie einen Walkout in den Packs bekommen oder so. Aber das glaube ich eh nicht, weil wir ja so scheiß Packs haben und eigentlich kein Glück mehr haben. Würde ich sagen, let's fets. Gib mir Messi. Nein, das war so klar. Es war so klar. Hamdallah, Duncan und Tete. Boah, Junge, das ist so eine schlechte Pickwahl, Alter. Holy shit, Bruder. Holy shit. Ja gut, wir gehen mit dem High-Rated. Wäre zu schön gewesen, um ehrlich zu sein. Wäre wirklich schon zu schön gewesen, aber wir haben gerade irgendwas verkauft. Gerade irgendwie hochgegangen. Können wir mal kurz gucken. Ich kann euch mal zeigen, auch noch ganz kurz hier Teams. Ich mache im Moment so die ganzen Prime-Icons, also Lie-Icons, weil ich die gerne testen würde. Wie ihr hier gerade seht, ich habe schon Roy Keane, Sol Campbell und Rui Costa. Gucken, was so noch die Tage kommt bei Footmas. Footmas-Karten haben wir auch. Gomez und Torreira haben wir noch. Habe ich gemacht. Gomez spielt sich ganz gut. Torreira ist ganz okay. Ein bisschen noch was über Overmars. Ja, Overmars, den wurde mir vorgeschlagen in den Livestreams. Und ich hatte ja vorher Baby Henry hatte ich. Baby Henry hat sich wirklich gut gespielt. Tempo war okay, Schuss war super, physisch war halt war kacke. Aber Overmars, das ist schon ein Biest. Also mit seinem 95 Tempo, 82 Schuss, der hat sich gelohnt, muss ich sagen. Man sieht es hier auch, 109 Spiele, 38 Tore, 31 Torvorlagen. Ist schon sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und ja, würde ich sagen, lass mal die scheiß kleinen Packs hier öffnen, wo ich mir eh nichts erwarte. Oh, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht gönnt uns EA doch noch etwas. Nein, kein Walkout. Schade. Aber eine Wand ist immer gut. Holländer IV. De Vries. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Sound habt, weil ich habe hier nichts eingestellt auf dem Laptop. Ich bin gerade auf dem Laptop, das ist halt ein bisschen. Ja, das ist nicht so super. Auch zum Livestream mit einer 6K-Leitung ist auch nicht so brillant. Ich habe halt sehr, sehr viele Lags und alles. Das ist halt auch game-mäßig ist auch halt. Ja, kacke halt, ne? So, die stufen wir alle ab. Die braucht man nicht. Ein paar Coins können wir zurück. Die nächsten SBCs. Und das letzte Megapack. Da könnte vielleicht ein Walkout rauskommen. Das wäre ganz geil. Aber wir haben auch schon lange keine Walkout mehr bekommen. Und
natürlich nicht. Ihr könnt einfach nicht wetten, keine Wand. Doch, eine Wand. Ohne Inform. Türkei, IV. Fortuna, Düsseldorf. Feiern. Feiern. Ja, und der würde uns vielleicht noch was bringen. Den könnte man auch vielleicht einfach so mal mitnehmen. Ja, 10k. Ja, 12k. 12k ist okay, ja. Ja, die wirst du eigentlich direkt drauf. Ja. 4k, komm. Zack, zack. 4k, auf Transfer mal setzen. Dann können wir noch Menü an. 4, 2, 2k. Ich setze hier mal hoch. Das kann man alles abstoßen, damit wir noch ein bisschen Geld kriegen. Zack, 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 zack. Auch scheiß drauf, einfach alles weg dann bitte. Jetzt können wir noch kurz im Transfermarkt, weil wir da noch haben. Da haben wir noch ein paar Sachen. Haben wir was verkauft? Nee. Wir haben noch zweimal Fährmann. Darauf warte ich, dass der halt irgendwie hochgeht. Bei 85er Inform. Könnte bei einer guten SPC könnte steigen. Da habe ich dreimal habe ich den. Ja, hier, der war gestern, Tour Screencard ist gestern mit 45k weggegangen. Keine Ahnung wieso. Dann haben wir hier noch einmal Fabinho. Ich habe den anderen Fabinho habe ich schon verkauft. Der ging für 70k, glaube ich, weg. Den hier habe ich für 61 verkauft, weil der muss auch noch irgendwann steigen. Und ja, hier die drei, ich krieg die einmal nicht weg, ne? Den Fabinho habe ich auch schon eine Woche in meinem Inventar. Und ja, Division Rivals. Oh, die haben wir vergessen abzuholen. Ja gut, dann machen wir die auch noch. Wir nehmen hier... Oh, Alter, wo bin ich denn bitte gelandet? Habe ich hier... Ah ja, ich habe mich gezockt. Hä? Ja, das ist mies. Rang 2. Alter, so tief waren wir noch nie. Ja, okay. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, Prime Gold Spieler Pack und seltenes Elektrum Spieler Pack. Egal, let's go. Vielleicht ein Walkout, vielleicht auch nicht. Und? Nee, kein Walkout. Eine Wand vielleicht. Ja, eine Wand. Die nehmen wir mit. Torwart. Auf Glick. Nee, nicht Glick. Subasic. Ah, den hätte ich gestern gebraucht für den SPC, Alter. Wieso komme ich auf Glick? Glick ist Pole. What the fuck? Ja, tun wir mal rein. Batshuayi. Ich mache mal rein, Hier, die können wir abstoßen. Weg damit. So, letztes Pack. Guck, seht ihr das, wie das einfach lädt die ganze Zeit. Und kein Walkout. Das war ja mal wieder sehr, sehr nice. Aber eine Wand. Wand nehmen wir mit. Ein Holländer, ein Stürmer, Lyon. Oh, das ist Dippe. Oh, moin. Was geht, Bruder? Auch in meinem Main Team, aber in der lila Karte von den SWCs. Den nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob der noch was wert ist. Ich wette nicht. 2,8, 1,5. Na, können wir aber mal auf den Transfermarkt setzen. Wir ein paar Coins wieder zurück. Der Young ist auch nichts mehr wert. Der Seri ist auch nichts mehr wert. Ja. Ja, 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 ja. So ist das halt. So ist das halt. So. Ich hoffe einfach, das nächste, also jetzt am Donnerstag, wir melden uns auch direkt hier wieder an, dass das dann besser läuft, weil hier in Luxemburg lief es besser. Also da hatte ich nur 2 Disconnects. Aber im Ganzen halt 12 Disconnects, das ist schon irgendwie hart, muss ich sagen. Und ja, keine Ahnung, Alter. Ist halt scheiße gelaufen, kann man nichts machen. Gucken wir gerade hier die Squad Battles durch, ist hier was Neues reingekommen. Boomer ist noch immer da, es ist Semi Kedira, Alexandre Lacazette. Von den Icons ist, glaube ich, nochmal dieselben durch. Ich muss den Ballack noch machen, den könnte ich jetzt machen. Ja, den machen wir auch, dann haben wir den auch noch als Leihspieler. Ja, ich mache halt die ganzen Leihspieler, um halt danach zu testen, wer mir gut gefällt, wer vielleicht später irgendwann mal in meinem Team reinkommt. Und da bin ich halt, das schreibe ich mir auch alles auf, das kann ich euch noch im nächsten Livestreams sagen, wen ich am besten fand oder so. Und ja, würde ich sagen, das war's gewesen. Also ein kleines Update zu dem Livestreams im Moment. Ich bin auch hier gerade bei meiner Family und alles unterwegs. Demnächst ist ja auch Weihnachten alles, Silvester. Ich weiß nicht, Januar. Januar könnten vielleicht die nächsten Livestreams kommen. Wenn wir dieses Jahr welche umziehe.
wenn ich dann umgezogen bin, wieder in meiner Heimat bin, wird es halt schwer, weil dann erstmal noch das Internet geupdatet werden muss. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Das Internet muss hochgestuft werden, weil mit einer 6,5K-Leitung werde ich nicht zocken. Sicherlich nicht. Und keine Ahnung, wie das, wie lange das dauern wird, weil man weiß ja, so Post, Vodafone und Telekom und was auch immer, ne? Das dauert immer so eine Ewigkeit. Und dabei kann ich jetzt nicht sagen, wann ich wieder zum nächsten Mal streamen werde. Ich werde zwar noch einen Teststream durchführen, wenn ich jetzt Zeit habe, weil ich muss jetzt mal hin und her fahren. Werde ich mal gucken, weil ihr seht ja auch das Overlay und das ist alles weg. Die Cam, das sieht irgendwie so kacke aus, das ist das, was man noch vorher hatte. Und das sieht irgendwie, naja, kann man nichts machen, anders geht's halt nicht, ne? Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und machen 70. Es kommen noch weitere Videos, ich habe nämlich ein paar Videos mitgenommen, die werde ich hochladen natürlich. Da habe ich ein bisschen Unterhaltung, auch wenn ich nicht live streamen, das tut mir sehr leid. Was geht leider nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen.